Ja, Herr Hieden, in wenigen Minuten werden Sie erst das Training als neuer LASK-Betreuer leiten. Wie überraschend kam das Ganze für Sie? Ja, ich glaube, genauso überraschend wie für alle anderen. Aber nichtsdestotrotz bin ich voll allein und ja, freue mich schon auf die neue Aufgabe. Wann haben Sie das Ganze erfahren, dass Sie der Nachfolger von Karl Dachsbacher werden? Genauso wie Sie, sehr kurzfristig und damit bleibt es auch. Schon morgen geht es gegen Horn. Sie werden zum ersten Mal in der LASK-Betreuerzone stehen. Wird es irgendwelche Änderungen geben und wie kann man in einem Tag auf die Mannschaft einwirken? Ja, Änderungen einerseits dadurch, dass es so kurz ist, werde ich nicht viele Änderungen vornehmen können. Ich habe einen Top-Kader und daraus werde ich einfach schöpfen. Sie kennen ja das Umfeld in Pasching und auch beim LASK. Gab es schon Kontakt zur Mannschaft? Haben Sie ja schon eine kurze Ansprache gehalten? Natürlich habe ich ja kurz mit der Mannschaft gesprochen, aber das war nur ganz kurz. Kurzes Kennenlernen, einerseits dadurch, dass wir da eh schon zusammen waren, kennen wir uns eh schon, aber die weiteren Gespräche werden sicherlich in den nächsten Tagen oder halt auch in den nächsten Wochen dann folgen. Mit dieser Trainer-Rochade ist eines klar, der LASK will unbedingt aufsteigen. Verspüren Sie Druck? Druck, ja. Ich sage mal so, wenn man aufsteigen will, dann hat man einen gewissen Druck, aber nichtsdestotrotz, ich habe mein ganzes Leben als Spieler Druck verspürt, also von der Seite her nichts Neues für mich.